Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deliver Us Mars. Wir haben ja hier aufgehört und wir sollen ja jetzt auf die andere Seite kommen und dann irgendwann mal da oben hinkommen, was auch immer da oben ist, zu dem Motor. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Okay, also hier braucht man irgendwie Leistung. Wie kriegen wir das denn da hin? Ich bräuchte irgendwie so einen Umlenker, also so einen nochmal. Und das heißt, ich werde jetzt mal irgendwo anders positionieren. Ah, wie kriege ich denn so einen Umlenker? Hat sie hier drin einen gehabt? Nee, oder? Ach, da. Nice. Ja gut, dann würde ich sagen, stellen wir den mal hier hin. Und einmal darauf. Ich glaube, einer reicht erstmal. Können auch beide hinmachen. Nein. So, einmal Strahl. So, welcher ist jetzt welcher? Oder ist der mit R? Nee, dann ist es der mit C. Wir brauchen noch mehr Power. Wie kriege ich denn da jetzt noch mehr Power? Moment mal. Nee, ach, warte mal, das ist ja 1 zu viel. So, F. Will er mir schon wieder die Tür dazu machen? Okay. Reicht dir das? Okay. Ja, geht. Jetzt kommen wir an die Wand. Ah, das sieht so nach Kinderbereich aus hier. Mikrofon ein bisschen anders platzieren. So, besser. Oh, schon wieder so ein Rätsel. Scannen. Kindergartenspielzeug, das scheint nie jemand benutzt zu haben. Kinderspielzeug an verlassenen Orten ist wirklich gruselig. Ja, frag mich immer noch, wo die alle sind. Ach ja, mal wieder dechiffrieren. Das ist mal nicht. Na? Ja, aber ja klar. Na? Wo willst du mich haben? Ich bin nah dran. Ah, geht doch. Da bist du ja. Ich und noch drei andere haben nach dir gesucht. Bist du nicht zu groß für diesen Stuhl? Diese Stühle wurden seit Jahren nicht genutzt, Isaac. Warum nicht? Viele haben Angst davor, was passiert, wenn sie hier schwanger werden. Wir wissen nicht, ob es Komplikationen gibt. Die Menschheit entwickelt sich weiter, weil wir uns anpassen. Nicht, weil wir in Notzeiten den Kopf in den Sand stecken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eben der Preis. Hast du Familie auf der Erde? Ja. Was brauchst du, Isaac? Der Sturm hat Herschel hart getroffen. Bis der Schaden behoben ist, fehlen uns die Legierungen, um das Wohnprojekt fortzuführen. Was ist mit Odum? Wir machen einen Rationierungsplan für die nächsten Monate, aber die Leute haben davon erfahren und streiken. Ich rede mit Rosa. Jetzt reicht es langsam mit diesem Homeward-Unsinn. Warum hast du ihr nicht die Psychiatrie gegeben? Sie könnte helfen. Sie wollte nicht den Leuten helfen. Sie wollte dort nur Schwachstellen finden. Ich kümmere mich um sie. Ja. Schlechtes Management. Wie ich schon gesagt habe. Und, hast du was dazu zu sagen? Nö. Okay. Ah, das sieht aus wie so ein Klassenraum.
Ja, gut. Also, klettern. Ja, so weit ist ja eh nicht. Komm, hau rein. So, er wollte auch rechts rüber. So, geht doch. Was haben wir jetzt hier Schönes? Kann ich hier rauf? Nochmal rauf? Okay. Soll ich hier sein? Ja, ich glaube, ich soll hier sein. Oh, leck. Was ist jetzt los? Brich jetzt nicht ein mit der Performance. Ach so. Schaffen wir das? Es wird spannend. Okay, wir haben es geschafft. Einmal Rätsel klettern. Na, irgendwie so. Und dann so nach oben. Bloß nicht loslassen. Irgendwie so. Und einmal darüber. Yes. Nein, komm. So, danke schön. So. Ja, genau. Du bist jetzt natürlich schön in meinem Weg. Komm jetzt. Komm, rein. Dankeschön. Ich denke mal, da was so schön rot ist, müssen wir rein. Sehr gut. Ah, okay. Hier rüber. Wie weit ist es denn noch? Holy shit, was ist das? Wäre irgendwie witzig, wenn es eine bösartige KI ist. ich glaube da lang. Es ist halt schon eine dezente Platzverschwendung hier, so wie sie das da gebaut haben. Okay, mit Anlauf. Komm, 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 komm. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich hätte echt so eine Höhenangst. Ja, jetzt nicht hier rauf, oder was? Wo muss ich hin? Ach, schon doch gesagt, hier drauf? Okay. Da hat es ein Energieteil. Konnte ich da raufspringen? Cool. Einmal schneiden. Wo bist du? Ach, da oben hin. Was funktioniert jetzt? Hä?
Ich hol dir etwas Wasser. Was war denn das jetzt vorhin für eine Zwischensequenz? Das war da absolut nichts aussagend. Alles okay? In genau dieser Art Kryobett war ich damals auf dem Mond. Oh. Ich habe echt versucht, dieses MPT mit dem letzten bisschen Helium-3 zu richten. Dasselbe Helium-3, mit dem dein Dad die Arche startete und versucht hat, dich herzubringen. Und dann 5 Jahre Blackout. Ein Mann, eine Entscheidung, die alle getroffen hat. Er wollte den Blackout nicht. Es gut zu meinen, ist nicht schwer, Kathy. Viele wohlmeinende Menschen haben im Alleingang auch viel kaputt gemacht. Das Schwierige dabei ist, richtig und falsch zu unterscheiden. Claire konnte es. Ich hoffe, du kannst es auch. Weißt du, was dem Gesamtbild hier noch fehlt? Barrikaden. Das fühlt sich so fremd an. Das ist ja mal ein Science-Fiction-Gerät, oh ja. Das hat bestimmt ein gewisser jemand hergestellt. Okay, teilen wir uns auf. Ja, die Frage ist halt, was ist es? Was macht es? Wie bedient man es? Aber kann ich das Hauptterminal knacken? Sieht schon spacig aus. Schauen Sie nach, ob wir mit diesem Aufzug die Treppe umgehen können. Roger. Sag, was soll ich tun? Ey, soll... Kannst sag mal. Finden, wozu das Ding gut ist? Auf jeden Fall nicht. Ich versuch's. Aber... geile Brücke. Hat jemand eine Ahnung, warum das Wasser so... schön ist? Wenn ich ans College zurückdenke, ist das wohl Plankton. Plankton? Ja, wir hatten Strände, die nachts genauso beleuchtet haben. Klar. Doch, wir haben... Warum kann ich damit nicht interagieren? Oder ist es jetzt, weil er noch am Quatschen ist? So, jetzt. Sarah, das ist die MPT-Justiereinheit für die Arche. So können wir Arche Labus neu verbinden, wenn wir soweit sind. Gut. Okay. Nichts Interessantes hier. Was ist das? Okay. Ah, da fehlt ein Rohr. Was? Panoptikon? Diesen Aufzug kriegen wir nicht in Gang. Warum nicht? Was macht dich so sicher? Naja, bei unserem Glück. Wir werden ja sehen. Der Streamempfänger ist zerstört. Ah. Hä? Hast du das jetzt gesehen? Bis wir die Arche Labus verbinden, fliegt sie nirgendwo hin. Dann fürchte ich, das Panoptikon wird warten müssen. Panoptikon. Hey, Schatz. Panoptikon. Ist das nicht ein Begriff für ein Wachturm oder so? Hm? Vergiss Cockpit. Okay, mit dir kann ich auch noch irgendwie was machen. Sarah, können wir darüber reden, was du gesagt hast? Ich glaube das nicht jetzt. Okay. Muss mich konzentrieren. Okay. So, 2 Sachen brauche ich noch. Was sind die fehlenden 2 Sachen?
Hier kann ich ja auch nichts mehr machen. Sieht aus wie ein Wasserpumpensystem. Ah. Du wirst recht haben. Fließt das durch die große Kuhle in der Mitte ganz normales Wasser? Es ist eine geschlossene Pipeline, die es immer wieder recycelt. Ayla, hast du die Strahlungsintensität dieser Spiegel? Wenn es das ist, was ich glaube. 600 Watt vom Sonnenuntergang? Vor allem, wie können die schweben? Ich bin drin. Schau's dir an. Ja, ich komm schon. Wenn ich das System richtig verstehe, sollte ich Analysedaten bekommen, wenn ich hier drücke. Mach's halt nicht kaputt. Leute, seht ihr das auch? Diese Maschine formt aus dem atmogenen Eintrag die chemische Verbindung der Erde. Umwandlungseffizienz nahezu verlustfrei. Ist das hier das große Los? Ich meine, das Ding kann die Erdatmosphäre retten, den Planeten heilen. Die Erde hätte jedenfalls ein paar dieser Maschinen nötig. Okay, also doch keine Mission Mars, sondern Erde retten mit was auch immer das da ist. Aber irgendwo hat es auch bestimmt einen Haken. Bedeutet das? Menschen. Wo? Dann sollten wir das überprüfen, jetzt sofort. Wir müssen die Messung erst abschließen, weil... Wir verlieren nur wertvolle Zeit. Wofür? Zeit fürs Nachforschen. Sollte dem nicht jemand nachgehen? Wenn da noch Kolonisten sind, wissen wir nicht, wie sie auf uns reagieren werden. Wir müssen bereit sein. Ja, stimmt. Bis jetzt sah es nicht gerade rosig aus. Wenn ich mit dem Rover zur Anlage könnte, dann könnten wir die Informationen... Wir gehen morgen zur Anlage. Als Team. Vorbereitet. Das ist ein Befehl. Sie hat recht, Cat. Wir sollten uns ausruhen nach... Nach dem, was geschah. Ja, und Waffen besorgen. Im Meditrakt ist ein Zimmer mit Betten. Ich übernehme die erste Wache. Ruht euch aus. Trotzdem, also wenn hier wirklich noch Leute leben, finde ich es komisch, dass hier da die Arche nicht bewohnt ist. Ja, da hat jemand Waffen dabei, oder? Na, gehst du jetzt nachschauen, so wie immer? Oh, die kleine Kugel ist so süß. Okay, ich bin gespannt, sie zu hören. Na, Ayla, du musst irgendwie da rein. Ja, wie am besten? Da ist alles... Ah, da. Okay. Ayla. Hätte man gesagt, hier lange? Mir kein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich will. Wir brauchten irgendeine Strategie. Es wäre schön, im Voraus zu wissen, dass es diese ist. Nur Maria und ich wussten davon. Wir wollten niemanden alarmieren. Also. Ah, shit. Wann sollte ich's wissen? Sobald ich jemanden erschießen sollte? Nein. Nein, ich wollte es dir sagen. Ich musste sicher sein, dass Cathy nichts erfährt. Ey, kannst doch nicht die Leute erschießen. Nein, 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 nein. Das ist jetzt kein Imsadi-Moment. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir Überlebende des Lunarates finden? Glaubst du, die würden einfach friedlich mitkommen? Aber deswegen wollte Maria Cathy herbringen, oder nicht? Damit wenigstens Isaac in Frieden kommt. Ja. Plan A. Das ist Plan B.
Ich weiß, es ist drastisch und es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Bitte, bitte sag Kathy nichts. Ja, ja, die weiß es jetzt schon. Ruh dich besser aus. Oh nein, sie kommt raus. Wir müssen zurück, Ayla. Schnell. Ayla, schnell, sie kommt. Aber hören die nicht die kleine Knutschkugel da? Ja, das war's dann mit einem guten Schlaf. Jetzt, wo sie das weiß. Nicht die Hasen, nicht die Bienen. Okay. Interessant. Okay. Wir sind jetzt einfach mal so im Rover drin. Kathy, wo zur Hölle bist du? Sorry, Sarah, aber du bist verletzt und Ryan ist der Einzige, der helfen kann. Da hätte ich es für am besten. Du hast meine Befehle missachtet. Ach, wir fahren jetzt einfach los. Kathy, so geht das nicht. Du gefährdest damit dich und die ganze Mission. Ich bin jetzt die Kommandantin. Verstanden? Hast du verstanden, Kathy? Ja, verstanden. Und warum ist jetzt hier eigentlich alles voller Schnee? War es ja vorher auch nicht. Aber ja, ich will es mal nicht hinterfragen. Die Frames sind jetzt auch irgendwie am Abstürzen seit der Aufnahmesession hier. Also wir sind jetzt so irgendwo bei 25, 30 FPS, vorher waren es 60. Bitte nicht kaputt werden. Ne, ist das Liftanlage? Cool. Gehen wir also Skifahren. Oh, sie hat es mitgenommen. Ja, ich würde eine Waffe mitnehmen. Nur für alle Fälle. Ja, jetzt vielleicht nicht gerade das ganze Ding. Ach krass, das ist hier wirklich eine Seilbahn. Geil. Das war jetzt dumm. Nee, vor allem. Und was auch immer das sonst ist. Ich kann keine Lebenszeichen erkennen. Die Anlage scheint verlassen und in schlechtem Zustand. Wie der Steinbruch, den ich erwähnte. Ich sehe mir das mal näher an. Wenn du jemanden findest, unternimm nichts auf eigene Faust. Komm sofort zurück, verstanden? Tu ich. Nicht. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, ich würde gerne gehen können. Hallo? Bin ja ein Hinweis. Was ist... Ist das Licht, Ayla? Suchen wir einen Weg runter. Das sieht nicht sicher aus. Ich muss einen Weg runterfinden, um übers Eis zu kommen. Ja, wie wär's mit La Gondel hier? So. Endlich kann ich rumlaufen. Dann können wir hier reingehen. Schaut aber nicht so aus. Nö. Mann, ich wäre so gern mit dieser Gondel hier gefahren. Weg nach unten. Warum hat das Spiel jetzt so Performance-Probleme? Ich verstehe es nicht. Jetzt müssen wir wirklich zu Fuß da runter. Naja, gut.
Eispickelblitzen. Wo? Da. Oh, oh. Ja, okay, probieren wir es mal. Oh, I see. Ich glaube, ich habe mich da einfach ein bisschen fallen lassen. Cool. Es war der Expressweg. Schade, schade. Cat, wie kommst du voran? Die Anlage ist von Eis umgeben. Ich überquere es jetzt. Oh. Vielleicht. Wie läuft es dort? Was dieses Cyber-System hat, scheinbar Menschen und große Lasten befördert. Diese sieht genauso schlimm aus wie ein Herrscher. Würden Überlebende sich hier verkriechen? Ist doch gut, oder? Ich glaube, ich sehe, wo wir hin müssen. Springen wir darüber. So, einmal rauf. Und war das? Ja, ich glaube, das ist richtig. Okay, dann wären wir ja de facto da. Ich würde sagen, wir müssen da rauf, wo es hier so gelb ist. Ist ja überhaupt kein Hinweis. Ah, komm, rauf hier. Hallo? Bin ich hier rauf? Okay. Ja gut, dann gehen wir mal rein und sagen mal Hallo. Hallo? Ist nur ziemlich dunkel. Ist das hier jemand angeblich wohnt? Ja? Wieder nach draußen? Ah, okay. Was ist das hier? Was auch immer Odums Funktion war, diesen Daten zufolge ging der Output drastisch zurück. Das hervorgehobene Gebäude da. Ich denke, dort gehen wir hin. Alles ist hier hervorgehoben. Oder was meinst du jetzt? Da ist gearbeitet worden. Das ist vermutlich die Steuerung für die Seilbahn. So, was haben wir hier unten? Da. Was war das? Ach, da. Victoria, Sie versuchen gar nicht mehr, es zu verstecken. Im Wagen haben gerade drei Leute ganz frei vor meiner Nase über den Markt gesprochen. Respektlosigkeit, du trägst das Abzeichen, halte sie auf. Bist du mein Rat oder nicht? Das ist einfach nur egoistisch. Wer damit handelt, hat weder Rückgrat noch Respekt für andere Menschen. Wenn du das nicht meldest, schick sie dich in den Krankenflügel. Stimmt. Junge, der ganze Boden hat gewackelt. Irgendwas ist in der Hauptanlage passiert. Muss los. Okay. Das notiere ich mir. Luftschleuse. Ah, da wird die Gondel vermutlich reinfahren. Warte mal, was ist das? Wie es aussieht, haben sie hier auch Lebensmittel angebaut.
Hier steht, diese Pflanzen sind auf unerwartete Weise mutiert. Oh, dann ist also die Biokugel irgendwie nicht die Lösung für alles. Ich glaube, das ist für Hydrokulturen. Was ist hier passiert? Ist das auch sowas Grünes? Hier haben sie also die Antidepressiva selbst hergestellt. Massenhaft verteilt, zusammen mit dem Essen. Ja, hat gut geendet. Das haben sie hier also angebaut. Was denn? Was diese ist? Kiste hätte für 50 Leute eine ganze Woche reichen sollen? Das ist viel zu wenig. Klar, warum sie das Zeug zum Tauschen gehortet haben. Wo geht's denn jetzt weiter? Was habe ich jetzt hier übersehen? Die Tür. Ach, da. Das war also wohl ihre zentrale Anlage für Wasser, Nahrung und medizinische Vorräte. Aber wie es aussieht, hatten sie in den letzten Jahren große Probleme. Sowas wie eine Hungersnot. Sie sind verhungert. Und wofür? MacArthurs Luftschloss? Nun, wir kennen die Ursache noch nicht. Oder ob er schuld war. Stimmt's? Kathy, sei vorsichtig, ja? Klar doch. Ich schicke Berichte. Okay, mal wieder ein Rätsel. Na, welche Position darf es sein? Na? Ne, ganz. Yes! Der ist mir so voll zerfallen! Tolle Leistung! Ich will aber den Humus mit Fladen. Du hättest die Verkäuferin sehen sollen, Isaac. Sie war die absolut schönste Frau in ganz Chile. Super. Auf einer Tagung in Amsterdam, weißt du, das war vor dem Dings. Und wie hieß das gleich? Ach ja, es hieß Bitterballen. Oder war's Bitterball? Lustiger Name. Hat mir gut geschmeckt. Sicher. Du weißt, dass das, was wir hier tun, verrückt ist, ja? Wie meinst du das? Du weißt, was ich meine. Leute verhungern wegen den Mutationen. Und wir stellen Antidepressiva her, damit niemand daran denkt. Ich weiß. Wir können die Menschen nicht ernähren. Wissenschaft, ich weiß. Sie kann richtig fremdartig sein manchmal. Fremdartig ist dieser Planet für uns. Immer. MacArthur weiß, dass du die Treffen für Homeworld organisierst. Du musst vorsichtig sein. Jemand muss ja den Leuten zuhören, ihr Sprachrohr sein. Und was ist mit den Leuten, die gerne an diesem Ort sind? Wie du? Willst du nicht zur Erde zurück? Zu deinen Töchtern? Na klar will ich sie sehen. Nur wie kann ich? Wir sind auf der Erde ja nicht willkommen. Der Planet ist eh nicht zu retten. Das weißt du. Klar ist er zu retten. Mit den Archen ginge das. Ich meinte damit nicht den Planeten selbst. Ach, ist doch egal. Meinst du... Meinst du, Kathy, geht's gut? Was? Aber natürlich. Claire hat sie doch. Es ist... Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Ich weiß auch nicht, was sie gerne macht. Sie war so klein, als ich ging. Ist ja in Ordnung. Sie ist bestimmt... Ich wollte wirklich, dass sie bei Outward dabei ist. Wirklich, doch es ging nicht. Und ich bin weg. Weißt du? Ich ließ sie dort zurück und bin weg. Ich bin ein echter Rabenvater. Sag doch so etwas. Doch ein Rabenvater, Isaac. Eine furchtbare Person. Du bist weg. Kein Rabenvater, meine Tochter, Isaac. Kommt. Wer tut so etwas? Ist ja gut. Ich... Die eigene Tochter...
Alles gut, geht schon. Okay, gehen. Gehen wir weiter und suchen sie. Ja, mal schauen, ob wir sie finden. Gut, Ayla. Gehen wir. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme passieren. Ist für euch nur eine Sekunde. Bin gleich wieder da. Okay, und weiter geht's. Sorry für die kleine Unterbrechung. Geh mal bitte raus aus der Hocke. Dankeschön. Was ist das? Cargo Lift? Von einer Seite auf die andere? Okay. Ah, wir müssen da mal rüberjumpen. Nein, 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 nein! Fuck. Okay, Mission gescheitert. Oh, shit. Okay, können wir wenigstens hier wieder anfangen. Also, nochmal. Geht doch. Hat jemand sein Werkzeug draußen stehen lassen? Bestimmt schön durchgefroren. Mensch, was ist denn mit der Performance los? Was? Earth is our home. Okay. Was ist das hier? Bemerkt. Pilzzuchtschränke. Hier haben sie wohl die organischen Komponenten für die Medikamente angebaut. Auf diesem Schild steht Psizozyps irgendwas. Okay. Ja, gute Frage. Ja, bevor wir da runtergehen, schauen wir erstmal da hinten, was da noch gewesen ist. So was Spannendes? Ah, da geht's wieder raus. Okay. Ah, was ist das? Okay. Und was ist das? Was macht es? Das wird ja immer abgefreakter hier. Heizspulen. Die Spule scheint absichtlich und gewaltsam zerstört worden zu sein. Er würde seine eigene Nahrungs- und Wasserversorgung so etwas antun. Das ist eine sehr gute Frage. Okay, mal wieder ein Rätsel. Warum konnte ich es nicht dechiffrieren? Hä? Ich kann nicht in den kleinen Buddy rein. Ja, dann halt nicht. Ah, hier geht's runter. Diese Gruppe hat eine Bombe gelegt. Sie zerstörten die Heizung zum Schmelzen des Eises. Die Wasserversorgung sabotiert. Roses Leute? Sie war nicht beteiligt. Aber ja. Das Wasser brauchten sie zum Essen, Trinken, Baden. Für alles. Unvorstellbar. Ja, damit. Der Brückenverband steht kalt auf zu verzweifelten Maßnahmen. Oh, wahr. Oh, da hat's wieder so ein Stromteil. Kathy. Ich wollte dir übrigens noch etwas sagen. Was denn? Ja, lol. Ich werde sie so sehr vermissen. Ich auch. Ich habe es an dir ausgerichtet.
Ah. So, wo kann ich mit dir hin? Da kann ich ja nirgendwo hin jetzt. Okay. Ah, Umlenkteil. Mal wieder. Was wird es mir bringen, wenn ich hier eins reinmache? Und der andere mit F? Hallo? F? R? So, da. Ach, jetzt ist der mit. Nein! Okay, kann nicht mehr in den kleinen Buddy rein. Das könnte jetzt dann aber später zum Problem werden. Hallo? Jetzt. C? Oh, ich sehe es nicht. Ja, wird schon passen. Okay. So, du, Kollege. Oh. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen damage. Warum bist du aus? Das ist nicht die Lösung. Machen wir das mal so und dann scheinst du mal den hier an. Was bewirkt es, wenn der jetzt hier Saft hat? Wirkst du jetzt gar nichts? Was machst du? Oder ist da drin jetzt was angegangen? Das Teil ist im Weg. Na? Dachte, ich könnte ein bisschen schummeln. Ja, okay. Das geht halt nicht. Das ist nicht die Lösung. Ach, der hat einen Output von 3 und 3 und der braucht aber eins weniger. Machen wir das anders. So, komm her nochmal. Einmal drehen. Hey, komm jetzt. Was geht denn da immer auf? Oder ist das Fenster, was da aufgeht? Das glaube ich, ist das Fenster. Okay, der andere Strahl jetzt mal. Ach nee, F, C. Ja, super, jetzt geht der hier auf. Was bringt mir das jetzt? Geht es jetzt? Kann ich jetzt den Strahl hier hinten ändern? Ich muss hier die Tür irgendwie aufkriegen. Aber wie? Vielleicht. Ich muss mal was ausprobieren. So, gehen wir runter. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.